Hallo und schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich darf euch begrüßen, beziehungsweise wir im Sinne von Mathis und ich als 3P, dürfen euch heute begrüßen mit zwei wundervollen Mitspielenden zusammen zu einer Runde Itras B, die in zwei Abenden aufgeteilt ist. Und zwar haben wir die liebe Cookie dabei. Hallo Guten Cookie. Abend. Und den lieben Michael, der sich zu uns gesellt. Hi Michael. Hallo. Hallo Mathis. Hallo. Bevor wir allerdings anfangen, schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte dich im Vorfeld etwas zu dem Abenteuer sagen. Es gibt eine kleine Inhaltswarnung tatsächlich. Da könnt ihr auch einen Chatbefehl zu nutzen. Es geht an die dunkle Jahreszeit. Viele Leute, nicht nur durch aktuelle Nachrichten, sondern vielleicht auch anderen Dingen, haben eine eher gedrückte Stimmung, die die Dunkelheit nicht besser macht. Dieses Abenteuer wird sich damit unter anderem in einem gewissen surrealen Rahmen auseinandersetzen, was es heißt, motivationslos zu sein, wenn so etwas genommen wird, die Kreativität genommen wird. Und was unsere Protagonisten natürlich dagegen tun werden. Aber ich möchte in dem Zuge einmal auf etwas hinweisen, denn wenn ihr in dieser Jahreszeit mit so etwas Probleme habt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Sorgentelefone, an die ihr euch wenden könnt, wo ich dazu sage, die Leute sitzen da, weil sie wollen. Ja, also sie möchten euch zuhören, sie sitzen nicht da, weil sie müssen. Falls ihr niemanden habt, dem ihr eure Sorgen oder so mitteilt und ihr ein Bedürfnis dazu habt. Und es gibt eine Menge Leute, die an euch denken und Dinge auch machen bzw. schreiben. Unter anderem zusammen natürlich auch bei Green Gorilla. Nein, deswegen ist Michael nicht hier. Der ist hier, weil ich möchte, dass er mitspielt. Sondern es gibt ein wunderschönes Buch. Dazu gibt es auch den Chatbefehl Depri-Disco. Das ist nämlich der Name auch des Instagram-Accounts von der guten Eva, die Cookie und ich auch schon mal persönlich bei einer Lesung treffen konnten. Die setzt sich mit Depressionen auseinander, beziehungsweise hat selber welche. Und wie wirkt sich das eigentlich aus und will auch dadurch versuchen, nicht nur euch zu helfen da draußen, das erstmal zu verstehen, wie die Krankheit überhaupt ist oder was passiert, sondern auch mit den Angehörigen. Das heißt, wenn ihr Interesse an sowas habt, das vielleicht einmal lesen wollt, geht gerne dahin, guckt euch das gerne an, sagt Eva einmal Hallo von uns allen. Sie tourt sehr viel durch die Gegend oder lest das Buch, wenn ihr möchtet. Und für mich ist ganz wichtig, euch halt damit einfach nur zu sagen, du bist nicht alleine. Ja, es gibt eine Menge Leute, die sich um dich sorgen, um euch sorgen. Und Self-Care ist gerade in dieser Jahreszeit, wo es immer dunkler wird, wo es immer bedrückender wird, ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und bei hier in der Community sowieso. Das ist ganz klar. Und damit auch genug erstmal zu diesem Thema. Kommen wir zu Itras B. Wenn ihr von Itras B etwas noch mehr erfahren wollt, ich werde zumindest zusehen, dass ich in der YouTube-Beschreibung das verlinke. Denn Cassandra hat vor einiger Zeit, das ist schon ein bisschen her, eine wundervolle Systemvorstellung gemacht. Und es gibt auch zwei Let's Plays, die schon bei 3P erschienen sind. Und jetzt versuchen wir einfach mal ein neues Abenteuer, das ich mir so grob zurechtgelegt habe, mit meinen wunderbaren Protagonisten zu bestreiten. Und zwar als erstes unsere Poppety Pipwit. Cookie, erzähl uns doch mal, wer ist Poppety? Ja, Poppety ist gar nicht aus dieser Welt, also kommt jetzt gar nicht ursprünglich aus der Welt um Itras oder Itras B, sondern im Grunde eigentlich eher aus unserer Welt, wie wir sie kennen. War dort auch schon eine naive, aber eifrige Bastlerin und hat sich da so durchgeschlagen und hat dann irgendwie eine Kraft erfunden, entdeckt, wie auch immer, was dann ein Portal geöffnet hat und sie dann plötzlich hier in dieser Welt von Itras gelandet ist. Leider ist eben besagter Vierfarbenstift bei der Landung, der hat Schaden genommen, sagen wir mal so. Das heißt, sie konnte nicht wieder zurück und versucht jetzt also diese Kraft wieder zu entdecken und ist also wieder eifrig am Sammeln, am Suchen und hat sich auf ihrem, in ihrem Haus auf dem Schrottplatz ein gutes
Häuschen. Ein bisschen schräg sieht es aus, aber es hält irgendwie, unglaublicherweise, sagt man. Und hat also sich dort ein Plätzchen gesucht, um dort weiter zu forschen und zu basteln. Sehr schön. Roderick Kane. Ja, Roderick Kane oder auch Rod, wie er von seinen Freunden genannt wird, die zugegebenermaßen man an wenigen Fingern abzählen kann. Er ist tatsächlich eher ein bisschen zurückgezogen, mürrisch. Er ist Privatdetektiv, nicht sonderlich erfolgreich, muss man gestehen. Stammt tatsächlich eigentlich aus sehr gutem Hause. Der Vater war irgendwie Geschäftsmann und wollte natürlich, dass er in diese Fußstapfen auch reintritt, aber Rod hatte da keine Lust zu und hat sich also immer so von dem Geheimen und Okkulten schon immer sehr faszinieren lassen und ist dann auch tatsächlich aus der schicken Gegend von Itrasby irgendwann in die verruchenste gezogen, hat dort eine kleine Detektei eröffnet und ja, versucht da große Geheimnisse zu lüften, wie gesagt, so ein bisschen mit unterschiedlicher Erfolgsquote, sagen wir mal. Ja, danke. Und Tom Late, wie sieht es bei dir aus, Mathis? Tom Late, das bin ich heute Abend. Tom ist ein adretter Gentleman, Ende 20. Er trägt immer einen weißen Hochzeitsanzug mit so Blouson und auch einem Zylinder, wenn er ihn gerade mal nicht wieder verlegt hat. Ist immer sehr adrett gekleidet dementsprechend. Er hat fliederfarbene Sandschuhe dazu an und auch ein entsprechende passendes Blümchen bereits im Jackett. Also ein Anzug, mit dem er durchaus irgendwann mal seine Liebste heiraten könnte. So kann er sich das sehr gut vorstellen. Tom hat aber ein Problem. Er ist ein Geist und er lebt im Grunde immer nur im Hier und Jetzt. Er ist überall stadtbekannt und liebt es auch, unter die Leute zu kommen und sich mit allem und jedem zu beschäftigen und sich in allerlei Ablenkungen zu stürzen. Aber vergisst darüber manchmal das Wesentliche oder das, was er eigentlich gerade vorhatte, kommt dazu aber irgendwann zurück, weil er hat noch irgendwie im Kopf, dass er jetzt dringend los muss und jetzt noch etwas vorhat. Und so kann er sich dann doch immer mal wieder losreißen, bevor er sich irgendwo zu tief hineinstürzen kann. Ja, sehr schön. Unsere drei Protagonisten, zwei davon wohnen in einem Viertel, das sich Schwarzenförde nennt. Ihr habt auch hier auf dem Overlay unter mir quasi eine kleine Karte von Itrasby, zumindest von den Stadtvierteln, wie sie so angedacht sind. Wobei man das auch immer ändern kann, so wie man es einem gerade gefällt. Und zwar unsere gute Poppety, die wohnt eigentlich ja irgendwie schon eher auf dem Schrottplatz. Also du hast zwar eine Hütte, aber weiß er nicht. Ja, das bot sich halt an. Ne? Also als ich hier angekommen bin, da hatte ich ja noch nicht so viel und da bin ich auf dem Schrottplatz gelandet, was natürlich total praktisch ist, weil ich meine, ich habe hier alle Quellen, die ich brauche, um quasi meine diese Kraft, die ich halt verloren habe durch den kaputten Vierfarbenstift, dass ich die wieder erlangen kann. Basteln. Was machst du denn gerade so? Hast du eine Idee, woran du gerade bastelst? Eine Idee, irgendwas? Ja, ich versuche wieder hier ein bisschen mehr Pfiff reinzubringen. Bin also ständig dabei, irgendwelche Schränke auf und zu machen und guck da irgendwie an meinen ganzen gesammelten kleinen Metallteilen, Chips und was weiß ich, ob ich da nicht irgendwie irgendwas Sinnvolles zusammenlöten kann. Völlig fokussiert und ja. Draußen hört man noch so den Autoverkehr hin und wieder, der am Schrottplatz vorbei zieht. Sehr malerisch, ja, das ist. Okay, wie sieht denn dein Tag so aus in deiner Kanzlei, beziehungsweise in deinem Büro? Kleinen Büro, Rod. Ja, tatsächlich heute Morgen bin ich irgendwann mit fiesen Rückenschmerzen auf dem viel zu kurzen Sofa aufgewacht.
natürlich noch in hier den Klamotten, mit denen ich auch hier sonst durch die Gegend laufe, alles reichlich zerknittert. Ja, der Geruch von kaltem Kaffee und Zigaretten hängt irgendwie in der Luft noch. Und ja, ich glaube, ich bin auch ein bisschen verkatert. Irgendwie der letzte Fall hat nicht so richtig gut geklappt. Das war irgendwie eine Geschichte, so eine Fremdgehen, das aufgeklärt werden wollte. Das Ganze ist ein bisschen eskaliert. Und ja, deswegen, ich glaube, das erste frischen Kaffee machen, irgendwie wieder in den Tag reinkommen und dann ja, weiter nach den großen Geheimnissen suchen, weil die ganzen kleinen Fälle, die so von den Bewohnern an mich rangetragen werden, das ist natürlich nur dazu da, um die Miete zu bezahlen. Tatsächlich bin ich wirklich daran interessiert, die großen Geheimnisse der großen, vor allem der großen, den großen Geheimnissen von Idris B. Ich vermute, dass da auch im Untergrund okkulte Dinge passieren. Da mache ich mich dann auf den Weg, sozusagen meine eigenen Ermittlungen anzustellen. Du hörst noch das Brüllen von Hinterhoflöwen, die es in Schwarzenförde tatsächlich gibt. Also es ist ein Rudel damals gewesen, das aus dem städtischen Zoo ausgebrochen ist und sich irgendwie in den Hinterhöfen total wohlfühlt. Also es gibt lebendige Fauna in Form von Löwenrudel. Allerdings sind die im Normalfall jetzt nicht unbedingt eine direkte Gefahr, wenn man ihnen natürlich das Futter streitig macht, vielleicht, aber vielleicht will man auch manchmal gar nicht so genau wissen, wovon sie sich ernähren, wobei in Schwarzenförde es wahrscheinlich genug Ratten gibt, die sie essen könnten. Ja, ich würde auf jeden Fall nochmal kurz prüfen, ob die Tür abgeschlossen ist und mich dann doch nochmal vielleicht der zweiten Runde Kaffee widmen, bevor ich mich dann auf die Socken mache. Also du siehst unten tatsächlich so noch Schatten, wenn du in die Seitengasse, so eine Seitengasse guckst, siehst du sie vorbeiziehen, schattenhaft, aber naja, irgendwie, man gewöhnt sich an alles, ha? Auf jeden Fall. An solche komischen Dinge. Tom, dein typischer Tag, wenn du so aufstehst. Ich bin heute Morgen aufgewacht oder zu mir gekommen, vielleicht besser gesagt, weil mich ein Barmann angesprochen hat, der müde dabei war, seine Bar auszufegen. Ich stand an einem Stehtisch und habe gedankenversonnen auf eine kleine selbstgeschnitzte Holzflöte geguckt, die mir irgendjemand heute Nacht gegeben hat. Ich schaue mir die Bar an, sie ist mittlerweile komplett leer, es ist vielleicht 9 Uhr morgens oder so etwas. Mit Abstand der letzte Gast dort. Und ich habe die ganze Nacht dort verbracht und jemand hat mir diese Flöte gegeben und hat mir erzählt, dass Veilchen an Bäumen wachsen und dass diese Flöte aus einem Veilchenbaum geschnitzt ist. Und ich spiele mit dieser Flöte in den Fingern oder habe damit gespielt. Mittlerweile bin ich unterwegs, habe die Flöte immer noch in der Hand und überlege, dass ich für diese Flöte einmal mir jetzt Dünger besorgen sollte. Damit, weil ich das total großartig finden würde, wenn noch ein Pfeilchen aus dieser Flöte wieder herauswächst. Und so schlendere ich gerade jetzt das aufwachende Talerbühl entlang, in dem ich ja unterwegs gewesen bin in der Nacht und ja, bin auf der Suche, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, diese Flöte wieder zu bekommen. Ja, tatsächlich. Du kommst auch am ziemlich berühmten, ich nenne ihn mal berühmten Affenpark vorbei von Talabü. Da leben Affen, also ihr habt Stadtaffen. Diese Stadtaffen können reden. Aber es gibt einige von ihnen, die lieber so leben wollen wie ihre Vorfahren früher mit ihren Gebräuchen und ihrer Art. Und die sind dann halt im Affenpark. Ja, also da kann man sie beobachten, wie sie halt, wie wir sie kennen, wie typischen Affen ihren Gebräuchen nachgehen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil man weiß, dass manche andere Affen irgendwo einen normalen Job haben. Aber gut, so, die möchten halt so leben wie ihre eigentlichen Vorfahren. Ja. Und das hörst du zumindest, diese Geräusche, als du ein bisschen durch die Gegend schlenderst. Ja.
grüßfreundlich herüber und ziehe meine Wege. Der Mondturm, wo früher auch ITRA ihren Sitz hatte, mittlerweile jemand anderes, worauf wir heute nicht näher eingehen wollen. Das ist vielleicht etwas für eine andere Session. Ich rag natürlich auch aus der Innenstadt heraus, wo du wahrscheinlich gerade hin unterwegs bist. Dort gibt es eine Menge Geschäfte, eine Menge anderer, zwar auch Restaurants und Cafés. Du kommst an einer Straße vorbei, die im ersten Augenblick existiert und dann wieder nicht. Sie nennt sich A&A-Straße. Sie existiert mal und dann existiert sie plötzlich wieder nicht. Und dann existiert sie plötzlich wieder. Du fragst dich vielleicht zwischendurch mal, wie es so ist, da drin zu leben. Existiere ich nicht? Interessante philosophische Frage. Schrödingers Tom. Ja, genau. finden wir heraus. Und es geht jemand an dir vorbei, der dich so leicht, ja, du hast das Gefühl, so als ob er dich anrempelt. Ist ja bei dir ein bisschen schwierig, aber er geht so ein bisschen zu nah an dir vorbei, dass du das registrierst. Aber es ist eher so ein geducktes Gehen, so leicht so ein Schlurfen irgendwie. Hast du den Eindruck und zieht so an dir vorbei, guckt so ein bisschen ins Leere. Dann drehe ich mich kurz um und rufe mein freundliches Schönen guten Morgen, daher. Du siehst so einen Kopf, der sich so leicht umdreht und dann wieder nach vorne guckt. Also es sieht so einen sehr deprimierten oder sehr glasigen Blick auch. Wer weiß, wo der herkommt. Okay. Mir fällt die Flöte in meiner Hand wieder ein. Ich freue mich und gehe geradeaus. Irgendwas hätte ich mit dieser Flöte vor. Alles klar. Poppety, du bekommst Besuch von Gary. Gary Grubenlampe. Genau. Also quasi der Besitzer des Schrotthandels oder Schrottplatzes und der mich im Grunde damals aufgenommen hat, als ich hier so plötzlich aufgetaucht bin. Ja, so wie so ein Vaterersatz in dieser Welt, wo ich ja sonst nicht so viele Leute kenne. Er ist ja irgendwie nicht, also er ist noch nie jemand von großen Worten gewesen, vermute ich. Aber irgendwas ist an ihm anders, hast du den, merkst du. Er kommt aber vorbei, er guckt auch, so wie immer. Mhm. Und dann guckt er sich so um, nimmt irgendwie so Sachen in der Hand und legt die wieder weg. Zuckt so mit den Schultern und guckt so, scheint er irgendwie sehr unschlüssig zu stehen. Gary, alles okay? Ein bisschen ausführlicher wäre schon ganz schön. Geht die Kaffeemaschine wieder nicht? Soll ich mich mal wieder drum kümmern? Ich meine, meistens ist das ja nur irgendwie, dass die mal wieder entkalkt werden muss oder so. Ich habe ja immer gesagt, wir sollten eigentlich nur den Filterkaffee nehmen, weil da passiert sowas nicht. Aber immer mit diesen scheiß Maschinen irgendwie, das kann nur falsch werden. Also da muss man ja viel mehr daran arbeiten, als dass man überhaupt den Kaffee bekommt. Also er geht irgendwann weiter, während deines Redeschwalls setzt er sich so in Bewegung, aber langsam. Und er guckt sich immer so Sachen an und legt die wieder weg und geht weiter unschlüssig so, sich so über den Schrottplatz. Gary? Gary? Ich gehe mal nach der Kaffeemaschine gucken. Besser ist das. Rod, du bist unterwegs nach deinem lieber zweiten Kaffee und das Rudel Löwen
also die Hinterhoflöwen lieber vorbeiziehen lassen. Hast du eine bestimmte Adresse, wo du hin möchtest? Ja, ich genau, ich bin ja immer auf der Suche nach also neuen Informationen, die Verschwörungen, an denen ich arbeite, die ich versuche aufzudecken, geben könnten. Und ja, so eine meiner häufigsten Informationsquellen ist Nell Blackwood, eigentlich Helena, Spitzname Nell. Sie ist Barkeeperin in einer tatsächlich gut versteckten, etwas düsteren Bar in dem Viertel in Schwarzenförde mit dem Namen der Nachtvogel. Und gegen den Namen hat die Kneipe aber auch den ganzen Tag offen. Das heißt, ich werde da jetzt hingehen, um die mehr Informationen abzuholen. Und ja, vielleicht nebenbei auch nochmal irgendwas gegen den Kater tun. Vielleicht so ein Whisky oder sowas könnte da auch noch helfen. Ja, die Gegend kennst du. Manchmal hat man auch in Schwarzenförde so langsam das bemerkt, auch Poppety, irgendwie so das Gefühl, so richtig hell wird es hier selten, ob es jetzt an den Wolken liegt oder es, naja, der Ausstoß von Fabriken ist, man weiß es manchmal nicht so, was jetzt gerade den Himmel verdunkelt, das ist irgendwie, aber es, diese Gegend, gerade diese eine Gasse neben dem Nachtvogel, kommt dir doch so in den Sinn, dort vielleicht mal rein zu gucken oder zu schielen, also so um die Ecke. Mhm. Und du hast ja eine dramatische Eigenschaft, eine von vielen, was die Charaktere hier haben, um sie einzusetzen, also spielerisch einzusetzen. Und tatsächlich ist es so, dass dir irgendwann, das dauert ein bisschen, weil du stehst in dieser Gasse und du guckst und irgendwas ist anders. Du kannst eine Zeit lang gar nicht genau einen Finger drauflegen, was. Und dann bemerkst du guckst dir eigentlich nicht bewusst einen Tatort an, in dem du in die Vergangenheit gehst, aber du meinst, diese Gasse wäre schwarz-weiß. Mhm. Also du hast den Eindruck, nicht nur durchs Licht, sie wäre schwarz-weiß, als ob jegliche Farbe aus ihr entwichen ist. Ja, ich normalerweise, wenn Dinge schwarz-weiß werden, ist es tatsächlich ein Zeichen dafür, dass ich ja in die Vergangenheit von Tatorten reise. Meistens aus Sicht eines Gegenstandes oder eines Objektes, das da vorhanden ist. Also es ist ein bisschen komisch, weil das fühlt sich ein bisschen anders an als sonst. Ja, du bist nicht in dir selber. Also du bist kein Gegenstand. Das genau, eben. Also ist es nicht dasselbe. Deswegen genau. Bin ich tatsächlich verwirrt. Also ich schaue mir das an, dann gehe ich so ein paar Schritte zurück, schaue wieder so mal in die andere Richtung, gucke, ob sich da was tut, ob sich was verändert. Ja, um dich rum sieht es eigentlich so aus, wie es sollte. Also das ist sehr verwirrend. Also dieses Schwarz-Weiß-Farbe, Schwarz-Weiß-Farbe. Das ist, also, als ob man den Fernseher irgendwie umschaltet. Ne? Aber es ist wirklich, als wenn es schwarz-weiß ist. Boah, das ist doch ein Whisky zu viel war gestern Abend, aber... Ein paar Schritte zurück. Wenn du ein paar Schritte vorgehst, so Richtung Gasse, sag ich mal, oder da noch ein bisschen reintrittst, irgendwann hast du so ein Geräusch, weil du in irgendwas reintrittst. Mhm. So immer spezielle Geräusche. Mittlerweile kannst du sie wahrscheinlich hier in Schwarzenförde unterscheiden, was welches Geräusch ist. Es ist aber ein Geräusch, was du jetzt, dass du noch nicht so häufig reingetreten bist. Das ist so, als du auch deinen Schuh vielleicht langsam hochhebst und guckst, scheint es ganz leichte Fäden zu ziehen. Also es sieht aus wie so eine Glibbermasse, in die du getreten bist. Mhm. Eine leichte Pfütze irgendwie.
Okay, also ich bin leicht irritiert. Ich ziehe erstmal den Schuh aus, ja, und gucke mir das mal genau an. Also den Schuh in der Hand. Riech mal dran. Steck so einen Finger rein. Zieht sich so ein Faden. Klipperfaden. Ja, also es fühlt sich halt wie so ein, ja, wie so Klipper an, sage ich mal, ne? Wo du so rein und so einen leichten Faden. Es riecht jetzt nicht nach irgendwas Bestimmten. Wobei. Du könntest einen Hauch von Öl wahrnehmen. Es ist aber kein Öl. Also das, wo du reingetreten bist, ist durchsichtig, ne? So, aber es vom Geruch her, wenn du dir das so länger, du bist ja geübter Privatdetektiv, du könntest so einen Hauch von Öl da drin wahrnehmen. Okay. Ich gucke mir dann natürlich auch nochmal, guck auf den Boden, guck mir nochmal genauer an, wo ich da reingetreten bin. Ob ich da irgendwas erkennen kann. Wenn du weiter in die Gasse willst, merkst du, dass sich, wenn du genauer hinguckst, siehst du, als ob das eine Spur ist, die sich zieht. Aber mal ist es halt mehr, also da, wo du gestanden hast, mal ist es nur so ein ganz leichter Film, aber wenn du genauer hinguckst, siehst du das, dass sich wie so eine Spur das Ganze zieht. Okay, dann ist natürlich, also meine Neugier ist auf jeden Fall geweckt. Ich folge natürlich der Spur, allerdings auch sehr vorsichtig. Also ich bin ja insgesamt sehr, sehr misstrauisch. Das heißt, ich mache das sehr bedächtig, gucke immer so hinter die nächste Ecke, wenn da eine kommt, erstmal sehr vorsichtig. Folge auf jeden Fall dieser Spur. Okay, du folgst der Spur durch eine Seitengasse in Schwarzenvögel. Na, das wird interessant. Tom, du kommst, wo auch immer du ankommen möchtest, an. Das ist schon mal die gute Nachricht. Sehr gut. Wo stehe ich? Ich stehe vor einem großen, sehr gemütlich wirkenden Blumenladen, hat eine große Fensterfront und unglaublich viele sehr grüne Blumen stehen dort herum, also mit sehr viel Blattwerk, aber auch gleichzeitig sehr großen, ausladenden Blumen in deren Mitte. Es duftet wunderschön nach Erde und schweren Blumen und dort drinnen sieht man einen Bedientresen, hinter dem eine sehr freundliche ältere Dame steht, die ich auch sogleich wiedererkenne. Aber ich freue mich sehr und gehe herein. Das ist Frau Bloomstraight und ihr Laden, einer meiner bekannten NSCs. Und richtig, ich wollte ja, ich gucke auf meine Jacketttasche, habe da diese Flöte drin. Ja, ich wollte ja noch irgendwas mit dieser Flöte und gehe da rein mit der Flöte nach. Ja, sie streckt dir, wie immer, hat sie einen Blumenstrauß gebunden. So, weil sie weiß, dass du jeden Tag kommst, hat sie den gleichen Strauß fertig gemacht, den du dir immer abholst und lächelt dich an. Ich strahle sie vollkommen überrascht an. Frau Blumstraight, genau so einen Strauß wollte ich doch heute bei Ihnen bestellen. Woher wussten Sie das? Großartig, vielen Dank. Und ich lege großzügig ein Paket. Aber sehr gerne, Mr. Late, immer, immer gerne. Ne? Und sie gibt ihn dir. Und wie geht es Ihnen heute? Oh, gut, gut. Ich hab heute was sehr, sehr Wichtiges vor. Und dafür ist es hervorragend, dass ich jetzt auch einen passenden Strauß dazu habe. Das ist gut. Ach, ich habe hier diese Flöte. Ich bräuchte dafür Dünger. Können Sie mir noch etwas Dünger und einen kleinen Blumentopf dafür geben? Muss nicht mal faustgroß sein. Sicher, ich werde mal hinten gucken im Laden, was ich so finde. Ah, vielen Dank. Frau Bloomstraight, Sie sind die Beste. Ach. Sie lächelt, sie wird leicht rot und dann geht sie so nach hinten und lässt dich ein bisschen im Laden alleine. Du hörst irgendwann, als sie weg ist, wo du so durch den Laden streifst, ein seltsam klickendes Geräusch, was sich fast anhört wie so ein Zahnrad, würdest du sagen, das sich immer so dreht. Aber auch
Ja, also das andere Geräusch kannst du nicht so wirklich zuordnen, wie sich das anhört. Das ist so eine Art Schlurfen, aber das trifft es nicht ganz von draußen. Also aus den Fenstern guckst, siehst du auch nichts. Aber also das Geräusch kommt erstmal so von draußen. Ich lege alles, was ich in der Hand hatte, weg, irgendwo hin und gehe dem Geräusch nach. Ja, zu Dieses draußen Blicken. bist, du guckst dich so ein bisschen um, du siehst nichts, aber du hast auf der, also dir fällt auf, als du dich umguckst, dass ein paar der Blumen, die draußen sind, wie soll ich das beschreiben? Sie sind nicht grau, sie haben ihre Farbe verloren. Also als ob sie farblos sind. Es ist auch kein richtiges Weiß. Es ist irgendwie farblos, hast du den Eindruck? Schaue ich mir mal genauer an und völlig begeistert gucke ich mir eine von denen nehme ich raus, vielleicht nur eine mittelgroße Schnittblume und untersuche die mal genauer. Hat die noch Saft? Duftet die noch? Ja, tatsächlich. Also die duftet, was könnte es für eine Blume sein? Ist aber eine Rose. Das ist das Einfachste gerade. Sie duftet auch noch so, wie du es erwarten würdest. Das ist ein bisschen mehr, also tatsächlich ein bisschen strange, selbst für Itraspi, weil sie farblos ist und irgendwie, das ist so ähnlich wie durchsichtige Tomatensuppe essen. Ja, das ist so, du hast eine Brühe vor dir und schmeckst Tomaten. Das ist so ein Ding, wo du so denkst, hä? Wie soll das jetzt zusammenpassen? So ähnlich ist das irgendwie bei dieser Blume, glaubst du? Dann gehe ich damit wieder rein. Frau Bloomstray, das ist ja vollkommen faszinierend. Was haben Sie mit dieser Blume gemacht? Aber sollten wir nicht besser mehr Farbe in die Dinge bringen als weniger? Also sie packt gerade so ein Mini-Säckchen hat sie dir abgepackt an Dünger, was ganz Kleines, und das hat sie dir in so einen ganz Mini-Blumentopf tatsächlich gepackt und versucht es gerade einzupacken mit so einem ganz kleinen Papier. Oh. Guckt hoch, guckt. Wo haben Sie die denn her, Mr. Late? Ja, die stand draußen vor ihrem Laden. Die scheinen sie ja so zu verkaufen. Nein, das kann nicht sein. Also sie lässt alles stehen, geht auch raus, guckt. Und guckt verwirrt auf diese Blumen, weil es sind ja nicht alle. Da muss ich aber mal mit meinem Händler reden. Also, das hat er mir aber nicht gesagt. Vielleicht habe ich falsches Wasser da drin. Kann Wasser die Farbe. Ich muss mal mit ihm telefonieren. Sie geht dann rein, übergibt dir erstmal die Sachen. Oh, Und ich bin mal sie geht dann wunderbar. nach hinten. Danke. Ja, Mr. Late, das passt schon. Also wir sehen uns ja häufiger, sagt sie dann noch, als sie weitergeht. Was auch immer sie damit meint. Aber sie geht dann nach hinten und scheint zu telefonieren. Dann schönen Tag, Frau Blumstraight. Bis bald. Und ich gehe. Und ich nehme die blasse Blume aber mit. Leg noch mal ein, zwei Scheine auf den Tresen für diese zusätzliche Blume noch und schlender dann hinaus. Dorthin, wo ich meine Füße trage. Okay, Property. Ich bin total Die Kaffeemaschine ist es nicht und sie redet auch nicht mit dir. Sie verweigert mal wieder jede Antwort. Ich glaube, der Rumcontainer ist leer. Für den Piratencafé. Gary, hast du noch Rum hier? Das müssen wir wieder nachfüllen. Er läuft da irgendwo draußen rum, siehst du. Also er, naja, laufen. Also so eine Trägheit, die er irgendwie hat anscheinend. Da muss ich mich halt selber drum kümmern. Ich nehme also mein Täschchen irgendwie, das ist so ein Rucksack, wo ich so die wichtigsten handwerklichen Werkzeuge halt drin habe, weil man weiß ja nie, auf was man stößt. Außerdem brauche ich immer irgendwie Taschenplatz, wenn ich mal wieder irgendwas gefunden habe, was ja eventuell für meine Forschung nutzbar sein könnte. Auch natürlich irgendwie kleine Fläschchen,
Döschen und so, falls ich da irgendwie auf dem Weg irgendwas finde, was da reinpasst. Und mache mich also auf den Weg zum Laden, wo ich den Rumnachschub für den Kaffeeautomaten hole. Okay, da können wir euch dann alle sehr schön in der Innenstadt gleich zusammenführen. Tatsächlich, Tom, du gehst dahin, wo deine Füße dich tragen. Es ist immer wieder entspannt durch die Gegend zu laufen. Es ist immer wieder schön, das Gelächter zu hören aus den Straßencafés. Obwohl es an diesem Tag irgendwie alles so ein bisschen ruhiger ist. Also stellenweise glaubst du, dass gar nicht so viel Gelächter wie sonst aus einigen Gassen kommt. Unser Rod geht dieser Spur nach. Du musst zwischendurch aufpassen, dass du nicht ausrutschst. Das Zeug kann ziemlich glitschig sein, wenn man drauf tritt. Das ist echt unschön. Gut, dass du eigentlich überhaupt keinen guten Schuhe hast, die du dir jetzt ruinieren könntest. Und das muss man ja auch mal für kleine Dinge dankbar sein. Und als du aus dieser Gasse trittst, du gehst eine Zeit lang durch mehrere Gassen, weil diese Spur führt wirklich ein bisschen verwinkelt. Läufst du fast oder stolperst du fast über Tom, der gerade durch die Gegend geht, und kommst in einer Gasse tatsächlich raus zwischen zwei Straßencafés. Mhm. Und okay. Bist plötzlich in der Innenstadt und nicht mehr in Schwarzenförde. Ja. Genau, ich habe, also stolper da raus und ich kenne Tom ja, wir kennen uns schon tatsächlich ganz lange. Tatsächlich aus der Zeit, wo ich noch auch in den besseren Kreisen unterwegs war. Insofern bin ich erstmal überrascht, aber hey Tom, was machst du hier? Oh, hey, schön zu sehen. Ich gehe hier lang. Ich gucke auf eine schwarz-weiße Blume, die mir gerade einfällt, weil sie in meiner Hand ist. Ich habe diese Blume in der Hand. Mhm, zeig mal her. Ich gebe sie dir. Okay. Schwarz-weiße Rose. Wo hast du die denn her? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, von Frau Bloomstraight. Da habe ich Blumen abgeholt und Dünger für meine Flöte. Für deine Flöte. Ich wusste gar nicht, dass du Musik machst, Tom. Nee, habe ich gestern Nacht gelernt. Das muss aber gewesen sein, nachdem wir uns getrennt haben. Das Ende des Abends ist ein bisschen verschwommen bei mir. Okay, dann hast du mir das nicht erzählt, dass Blumen aus Flöten wachsen können. Ich glaube nicht, nein. Hm. Aber hast du zufällig irgendwelche komischen Spuren auf dem Boden gesehen? Ich bin hier gerade einer Art Schleimspur hinterhergelaufen. Guck hier, zeig nochmal so in die Gasse, aus der ich gerade rausgestolpert bin. Das ist ja faszinierend. Ich gucke der Spur nach. Aber auch irgendwie ein bisschen eklig. Mir ist gerade aber auch was total Großartiges passiert. Als ich bei Frau Bloomstraight war, war so ein schlurfendes Geräusch und ein Klicken und Klack. Und dann war die Hälfte der Blumen so schwarz-weiß wie deine Gasse, aus der du da gerade kommst. Was hast du damit eigentlich gemacht? Mit der Gasse? Ich habe da nichts gemacht. Aber guck mal, meine Schuhe, wie die jetzt aussehen. Die sind ja völlig, völlig ruiniert. Waren sie aber ehrlich gesagt auch schon vorher. Kannst natürlich dazukommen, Poppetti. Und die beiden da reden sehen. Ja, ich stolper quasi mehr oder weniger in euch rein, weil ich nicht immer alles an meiner Umgebung so wahrnehme. Und ja. Okay. Poppetti, hallo. 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 Oh, hier bin ich schon. Das ist ja irre. Wolltet ihr auch zu dem Kaffeeladen, Kaffee rum und Nee, wir haben gerade Blumen geholt. Nein, bin der Spur gefolgt. Du hast da was am Schuh. Ja, das stimmt. Ich versuch so irgendwas zu finden, womit ich das irgendwie so ein bisschen Warte, ja, ich habe hier was. Warte, ich hole dann so ein kleines Tiegelchen irgendwie aus meiner Tasche, um das dann irgendwie abzukratzen mit so einem Löffel, den ich natürlich auch dabei habe. Du, vielleicht kann ich das noch benutzen irgendwie. Das sieht ja aus wie ein gutes Schmiermittel.
Ja, also es riecht auch so ein bisschen, riech mal dran, das riecht so ein bisschen nach Öl. Ich habe auch an dich gedacht, das riecht so ein bisschen nach Öl. Vielleicht kannst, weißt du, was das sein kann. Oh, das ist so lieb von dir. Du denkst an mich, wenn du Öl riechst. Ja, du seid in meinem kleinen Unfall auf dem Schrottplatz. Und der Ölpfütze. Ja. Vielleicht kannst du dann auch gleich die Rose hier reparieren. Die. Ach so. Ja, aber die ist ja gar nicht mechanisch. Was soll ich denn da? Wie wäre es mal mit Gießen? Also ich kann die hier reinstecken in dieses, aber ich weiß nicht, ob der das gefällt irgendwie. Wo hast du die denn her? Also von Frau Blumstraight. Und wen wolltest du damit beeindrucken? Ich fand sie einfach faszinierend, weil sie schwarz-weiß war. Sollten Blumen nicht bunt sein? Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Sie meinte das auch und wollte mit ihrem Blumenlieferanten sprechen, aber da musste ich auch weiter. Ich musste dringend los. Aber wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu verkaufen? Ja, das war wohl ein Unfall. Da gab es irgend so ein mechanisches Knacken. So musste ich dann auch an dich denken. So ein Zahnrad, was da mit so einem Schlurfen am Haus vorbeigezogen worden ist. Und dann, hast du das Zahnrad eingesammelt vielleicht? Nee, ich habe es nur gehört, nicht gesehen. Vielleicht war es auch unsichtbar. Und das Schlurfen, war das so quietschig schlurfend oder eher brummig schlurfend? Kannst du das mal ein bisschen näher? Ich hole jetzt auch mein Notizbuch raus. Ich habe ja hier immer so mein Notizbuch, wo ich sämtliche Dinge aufschreibe und mache jetzt also detaillierte Notizen zu dem, was wir jetzt hier gerade besprechen. Na, das war mehr so ein schlürfendes Schlecken, weißt du? So eine Ja. Mehr so ein schneckenschlurfendes Schlecken oder ein bärschlurfendes Schlecken? Nee, ein schneckenschlurfendes Schlecken. Ich glaube, der Bär wäre zu schwer für sowas gewesen. Okay. Außerdem, was soll ein Bär mit einem Zahnrad? Und der Farbe? Ich hab so an die Technobären gerade gedacht, die im letzten Eckhaar von Schwarzenförde sich angesiedelt haben. Ja, aber guck mal, für Schnecken ist das ja viel praktischer. Die haben ja schon ein Haus. Und wenn die sich dann überlegen, an ihr Haus quasi noch so ein kleines Rad zu bauen, damit sie dann das Wasser transportieren, besser transportieren können, da brauchten die doch Zahnrad und so. Hat die Schnecke dann auch die Farbe aus deiner Gasse geklaut? Ich zeige auf die schwarz-weiße Gasse, aus der du kommst. Ich meine, das ist ja doch Schneckenschleim an deinen Füßen, oder nicht? Naja. Ich hab mich noch nicht getraut, das zu probieren, ehrlich gesagt. Aber warum nicht? Mach mal, ich guck mir die Zunge dabei an. Zeig mal deine Zunge, Susi. Schmeckt ölig. Ha. Und die Zunge? Ein bisschen taub jetzt. Oh. Bin komisch jetzt, kurz. Ich gucke mir die auch ganz interessiert an. Ist die schwarz-weiß geworden, deine Zunge? Weißt du, ich sehe ich ja nicht. Ah, meint ihr dann? Schwarz-weiß? Schon blass. Ja. Ja. Hat es schon mal mehr Farbe? Ja. Oh. Es laufen ein paar Leute an euch vorbei, die du vom Sehen her kennst, Tom. Das sind eigentlich zwei Musiker, die immer zum Malerbesen sind. Das ist tatsächlich eine Fachwerkhauskneipe, hätte ich fast gesagt, oder eine Gastwirtschaft, im Kapellenberg, wo du zwischendurch mal unterwegs bist. Denn dort sind die Freigeister und die Künstler. Wo man über eine sogenannte Halsbrechertreppe hinkommt, das ist so eine Hängebrücke. Also die heißt halt so, weil du da vielleicht im angetrunkenen Zustand nicht unbedingt zurückgehen solltest oder rübergehen solltest generell. Und sie laufen so irgendwie an dir vorbei, aber wirken trostlos. Ist das das richtige Wort?
Also sie gucken auch nicht auf oder zu dir, sondern sie gehen irgendwie an dir vorbei und haben ihre Instrumente so auch in der Hand, aber sie scheinen irgendwie trostlos. Ich bin, meine Aufmerksamkeit ist sofort gefangen. Ich gehe zu ihnen rüber. Hey, Jeff, Jones, was ist denn mit euch los? Seid ihr gerade fertig mit eurem Auftritt oder wollt ihr erst los? War nicht so gut die Nacht? Na, sie bleiben kurz stehen, drehen sich um. Hey, Tom. Alles klar, Jungs? Ach, wissen wir auch nicht so genau. Irgendwie ist uns die Lust vergangen, gerade auf Musizieren, und wir wollen unsere Sachen verkaufen. Was? Wieso das denn? Naja, Musik macht, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß. Wir müssen uns... Na, aber hallo, die macht aber mehr als Spaß. Das könnt ihr auf keinen Fall tun. Wie kommt ihr denn auf die Idee? War das letzte Konzert nicht so gut? Jetzt gucken sie sich tatsächlich ein bisschen irritiert an, als du fragst, wie sie auf diese Idee kommen. Ja, wie kommen wir eigentlich auf diese... Ja, das weiß ich auch nicht. Wir sind ja lang gegangen und irgendwann hatten wir... Warte mal. Da war so ein Klacken. Ha. Ross, ja, wir hatten dann die Idee. Das, mir fällt gar kein Lied mehr ein, Tom. Und er guckt dich an, er sieht, also fast als ob er anfängt zu weinen tatsächlich. Oh, hey, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Das kommt schon wieder. Richtig, Rod Property? Ich hatte euch. Ja, stimmt. Was kommt wieder? Das Klacken? Was? Ja, die Jeff und Jones haben auch ein Klacken gehört und danach hatten sie keine Lust mehr auf Musik. So wie die Blume keine Farbe mehr hatte und... Aber du hast das doch auch gehört. Auf was hast du denn keine Lust mehr? Ich meine, du siehst noch ganz farblich aus hier. Naja, ich habe es ja nicht gesehen. Es ist ja draußen am Laden vorbeigegangen, während ich drinne war. Aber du hast es gehört. Gehört, ja. Aber nicht gesehen. Ich glaube, das war ganz gut. Und es ist auch nicht über mich rübergefahren oder sowas. Habt ihr auch ein schlurfendes Schmatzen gehört? Jeff? So. Jetzt, wo du es sagst. Sie fassen sich beide irgendwie so synchron an den Kopf, als ob sie Kopfschmerzen haben, wenn sie anfangen nachzudenken. Ich laufe um die beiden so rum und gucke, ob ich da irgendwie noch was sehen kann. So an Schleim oder irgendwas Ungewöhnliches, was vielleicht Durchsicht, also so farblos wird. Nee, siehst du im Moment so nicht. Aber sie, also es ist schon fast, als ob man diese Aura mittlerweile spüren kann. Diese verzweifelte Aura, trostlos. Also wenn jemand sehr traurig ist, zutiefst Traurigkeit, dann spürt man das manchmal, dann sieht man das nicht nur und du hast fast das Gefühl, als ob du es greifen kannst mittlerweile. Ich bin ja sozial nicht so. Ja, selbst du spürst das. Ja, aber deswegen gehe ich immer so ganz nah ran und gucke dann so in die Augen und wo sie sich hinfassen und so. Das, also, ne, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, das zählt ja. Für mich quasi nicht. Ja. Ich bin gerade noch dabei, also alles aufzunotieren und wende mich dann aber an die beiden. Also meine Herren, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Detektei Kane übernimmt den Fall Kane and Friends. Ja, wir werden das auf jeden Fall aufklären. Oh, wir sind Freunde. Ja, ihr seid meine guten, einzigen Freunde. Tom, hast du gehört, der hat Friends gesagt. Klar, was wir schon alles leer getrunken haben, wie viele Bars. Erinnere mich daran nicht, bitte. Gibt sich das? Ach, das war auch ein Fall. Ja,
Also immer im Dienst. Informationsbeschaffung kennt keine Grenzen. Man muss alles auf sich nehmen. Jeff Jones, macht euch keine Sorgen. Rob wird für euch euer Musikgespür und eure Liebe zur Musik wiederfinden. Es gibt keinen besseren Geheimdetektiv. Es gibt bisher noch keinen Fall, den er nicht erfolgreich abgeschlossen hat. Ich krieg so, werde so 10 cm größer, als du das so sagst. Ich wollte gerade sagen, möchtest du mal von deiner dramatischen Eigenschaft erzählen, Tom? Denn die wäre jetzt angebracht, um sie zu überzeugen. Ja, Tom hat die dramatische Eigenschaft, begeisterungsfähig zu sein. Er kann sich für alles und jedes Ding begeistern, egal wie groß, klein, nebensächlich oder hauptsächlich sie ist. Und das ist ein Gefühl, was ansteckend ist. Menschen oder Wesen, selbst Dinge, werden davon überzeugt und angesteckt und bekommen den gleichen Enthusiasmus und das Vertrauen in die Welt und diese Begeisterung. Und ja, hier bin ich gerade extrem begeistert von Rods Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren, aufzunehmen und Probleme zu lösen. Und ja, ich nehme mit der einen Hand nehme ich Rods Schulter und mit der anderen Hand habe ich Jeffs Schulter und ich spreche zwischen den beiden immer hin und her, während ich das sehr lebendig beschreibe, welche letzten zwei Fälle er da bereits genial bearbeitet hat und was ich sonst schon alles für Theorien von ihm gehört habe. Ich kriege keiner so richtig zusammen, es sind immer nur so ein, zwei Fetzen und es wirkt aber so, als ob das total wertvoll, wichtig und tiefgehend ist, auch wenn ich da keinerlei Tiefgang dazu aufbringen kann. Aber also mich begeistert das ja wiederum auch immer so, ne? Wenn er dann so begeistert erzählt und ich stehe da immer dazwischen und nicke die ganze Zeit und verliere mich da völlig in seinen Erzählungen. Ich habe langsam die ersten Tränchen in den Augen, weil ich mich plötzlich in ganz neuem Licht sehe. Ja, die anderen beiden hast du auch überzeugt. Du hast sie zumindest davon überzeugt, ihre Musikinstrumente noch nicht zu verkaufen, sondern sie werden jetzt erstmal was trinken gehen und dann abwarten, bis ihr euch meldet tatsächlich. Das hast du damit geschafft. Hervorragend. Rod übernimmt das. Der hat das im Griff. Und ich drehe mich direkt zu dir rüber. Rod, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Wir schaffen das schon. Wir müssen erstmal kurz Rum Kaffee kaufen. Oder Kaffee Rum. Also unsere Kaffeemaschine ist kaputt. Wieder mal. Sonst würde ich euch ja auf einen Kaffee einladen, aber dann könnten wir nämlich da viel besser drüber reden, über diesen ganzen Fall und überhaupt. Und aber dafür muss ich halt das nachfüllen. Das klingt nach einem guten Plan und hilft vielleicht auch meiner Zunge. Ja. Ja, das ist jetzt genauso wichtig. Ich schließe mich dir an. Ich glaube, das wird auch gerade mehr, ne? Streck mal die Zunge raus. Oh. Schmeckt auch ganz komisch. Ich hoffe, das zieht sich nicht noch weiter. Hast du das runtergeschluckt? Ein bisschen vielleicht. Ich glaube, da hilft ein Gin mit Orangenblütengeschmack. Ja, oder ein Kaffee rum Kaffee. Mhm. Am besten beides. Zusammen? Ja. Also nicht nacheinander, nicht zusammen. Nacheinander. Den Gin zum Nachteil. Ich habe gerade schon an deinem Geschmack gezweifelt. Ja, du kannst den Kaffee rum kaufen. Kein Problem. Und dann geht ihr zum Schrottplatz. Oder? Alles klar. Ja, ihr kennt ja den Weg. Das heißt, ihr geht von der Innenstadt wieder Richtung Schwarzenförde, ist ja kein Problem, liegt ja nebenan. Euch fallen auf dem Weg, weil ihr jetzt drauf achtet, immer mal wieder Leute auf oder Gegenden tatsächlich auf, wo ihr den Eindruck habt, die sind
deprimiert. Es fehlt an Farbe auf die eine oder andere Weise. Anscheinend scheint aber niemand anders so wirklich wahrzunehmen in diesem Ausmaß. Und ihr habt auch den Eindruck, dass irgendwie alles dadurch so ein bisschen trüber wird. Also die gesamte Stimmung irgendwie in diesem Umfeld. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim, er flattert sehr und kann nicht heim. Ein schwarzer Kater schleicht herzu, die Krallen scharf, die Augen gluh. Am Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil das so ist und weil ich mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren. Wir noch ein wenig quinkelieren und lustig pfeifen wie zuvor. Du, Poppetti, wie findest du, die Straße ist jetzt blasser als die hier? Sag mal, ich mache hier gerade so eine Karte dass wir das so mal irgendwie hier schauen können, ob es da ein Muster gibt. Also gibt es ein bestimmtes Muster. Das ist so erdrückend. So von allen Seiten. So irgendwie. Ja, aber das müsst ihr jetzt schon ein bisschen genauer sagen. Ist jetzt rechts bunter als links oder? Durch deine dramatische Eigenschaft, die du gerade antriggerst, Cookie, darfst du ja auch nochmal erzählen für Poppetti. Immer wenn ich nervös werde, fange ich an, ein bestimmtes Gedicht zu rezitieren und dann passiert irgendwas Merkwürdiges, aber was auch durchaus die Situation verbessert, auch wenn es vielleicht nur ein kleines Fünkchen ist, was sich verändert. Also das, was sich insofern verbessert, so würde, wenn das für dich in Ordnung ist, du kannst ja auch selber überlegen, was es sein könnte, wenn du eine Idee hast, ansonsten mache ich das. Ja, mach mal, gut. Also meine Idee wäre tatsächlich, da Rod ja gefragt hat, dass ihr so langsam, dass du durch dein Notizbuch tatsächlich eine Art Spur zeichnen kannst. Also dass Poppetti herausfinden kann, weil sie ja auch eine Menge Ahnung hat, unabhängig wie dein Farbstift funktioniert hat, aber du hast ja einen Vierfarbenstift. Und wenn du ihn so einfach in die Hand nimmst, so aus dem Gefühl, kannst du halt wirklich, als ob er dir zeigt, wo die Farbe fehlt oder noch da ist, je nachdem, was du möchtest natürlich, weil es ist ja dein Effekt. Ja. Und so kannst du eine Spur nachverfolgen. Also es sieht wirklich nachher aus, dank deinem Notizbuch siehst du das, dass ja, es sieht wie eine Spur aus. Also es ist anscheinend nicht willkürlich. Irgendwas muss hier lang gekommen sein, wirklich, also von der Innenstadt, ihr geht jetzt quasi wieder zurück, ne, Richtung Schwarzenförde, was anscheinend von Schwarzenförde, so würdest du das vermuten, in die Innenstadt ist. Möglicherweise. Rod, darf ich das mal aufzeichnen? Ich irgendwie... Ja, mach. Also wenn jetzt hier, also da sind wir hergekommen und da ist der Laden und dann und hier und da bist du rausgekommen und da haben wir uns getroffen und oh. Und Tom war da, oder? Hier. Ja, genau. Bei der Blumenhändlerin. Richtig. Und, oh Gott, wenn du dir das mal anguckst, hier, das zieht ja noch weiter in die Innenstadt. Hier, Wie eine Spur, die sich da durchzieht. Aber wenn das jetzt da lang vorbei, also quasi wenn Tom das dort gehört hat und später war das da, dann muss das ja in Richtung Innenstadt weiterziehen. Dann müssen wir der Spur hinterher. Okay, den Kaffee gibt's später. Ich hoffe, deine Zunge hält das aus. Ja, glaube schon. Also drehen wir wieder um. Ich schaue mir mal ganz interessiert die Spur an. Ist da auch diese Öl, beziehungsweise ich nenne sie Schleimspur? Stellenweise. Also wie Rod die schon in der Seitenstraße gesehen hat. Manchmal hast du halt relativ mehr, manchmal weniger. Es liegt aber auch daran, dass auch in der Innenstadt hast du viel diesen groben
Kopfsteinpflaster, so würde ich das nennen, diese großen Steine, und dadurch wird es uneben. Ne? Mhm. Sobald es, und da ist die Spur halt schwierig zu erkennen, weil sie nicht immer gleich ist. Auf ja. ebenerdiger Fläche, was du zwischendurch in Schwarzenförde auch mal hattest, vielleicht an ein, zwei Stellen, da wird es dann tatsächlich erkennbarer, also dass es eine gerade Spur ist, dann ist sie auch nicht so dick, aber sie ist an einigen Stellen auch weggetrocknet. Da scheint es nur so leicht zu glitzern. Also glaubst du, wenn du so schräg guckst, du musst halt wirklich danach suchen, weil sonst siehst du sie nicht. Ich tupfe etwas mit meinem Satin-Taschentuch auf und halte es triumphierend hoch. Aha! Die Spur ist auch hier. Tom, hast du was gefunden? Der Schleim ist hier überall. Oder Öl. Ich gucke zu Papati. Aber nicht ablecken, bitte. Nein, nur auf dem Taschentuch. Warte, ich habe hier noch einen Plastikbeutel irgendwo in meiner Tasche. Da kannst du das reintun, hier. Dann geht das nicht an deine schönen Klamotten. Ach, vielen Dank. Das ist ein Beweisstück, das müssen wir mitnehmen. Ja. Ich tue es mit spitzen Fingern da rein und ich habe bereits auf wundersame Weise ein neues weißes Satin Tuch in meinem Anzug stecken. Ja, dann weiter in die Richtung der Spur, die sie gehen müsste, oder? Ja, die Hinterhoflöwen schreien schon. Ihr braucht keine Angst zu haben, die bekommen hier genug zu fressen. Gut. Es gibt hier genug Ratten. Ihr geht weiter durch die Innenstadt. Ihr folgt der Spur und ihr folgt der Spur tatsächlich Richtung Auffeld. Ihr seid ein bisschen unterwegs. Das ist ja nicht so dicht alles, wie es da ist. Ihr kommt auch an weil ich sie gut finde, ist es heute jetzt nicht Mittwoch, sondern Freitag. Ihr seht tatsächlich die Freitagsgasse, die ist sehr berühmt. Da gibt es in dieser Gasse ist immer ein Gefühl von Freitag, die Leute, die da leben. Also die haben immer das Gefühl, es ist Freitag. Es gibt jede Menge Restaurants und Straßencafés. Und anscheinend ist irgendwie alles immer dort super entspannt und alle sind gut drauf, aber auch da merkt ihr anscheinend doch nicht alles. Also da scheint auch schon etwas Einzug gehalten haben und sie scheint sogar mehr betroffen zu sein wie die anderen Gassen. Also sie ist noch irgendwie, drückendere Stimmung. Es sind kaum Leute irgendwo, die da sitzen, und wenn, dann sind sie stumm und es lacht kaum jemand. Das ist das, wenn ihr da durchgeht, das ist merkwürdig. Das bedeutet, das ist auch mehr ein Gefühl von einer Großwetterlage, sag ich mal. Das ist jetzt nicht wie eine Spur, die sich von einer Ecke, von einem Café zum übernächsten schlängelt und nur diese beiden sind betroffen und die dazwischen nicht, sondern das ist ganzheitlich. Also tatsächlich ist es so, dass du da durchgehst, durch diese Gasse, und also irgendwie ist es die gesamte Gasse irgendwie betroffen, aber ihr seht, dass diese Spur durch die Gasse führt. Also ihr geht ja gezielt dieser Spur nach. Ja. Das ist ein Indiz. Das müssen wir untersuchen. Wir sollten die Leute befragen. Och, nö. Aber sag mal, das ist eine Katastrophe. Tom, haben wir hier nicht deinen Geburtstag gefeiert? Das war doch hier so fröhlich und ausgelassen und hat mich fast überfordert. Ich habe das Gefühl, das ist die Montagsgasse hier geworden. Das ist ja schrecklich. Ich gehe mal kurz zurück und gucke auf das Schild, ob die das Schild geändert haben. Nee, da steht Freitagsgasse. Nee, ist immer noch die Freitagsgasse. Oh, so können auch keine Freitage aussehen. Das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar.
Wir sollten mit den Leuten sprechen, ob sie hier was gesehen haben. Gute Idee. Ich gehe auf jemanden zu und gucke, ob ich jemanden finde, mit dem ich reden kann. Dann gehe ich auf jemanden zu, der da in so einem Straßencafé sitzt, aber still ist. Guten Tag, Roderick Kane von der Detektei Kane. Darf ich Sie kurz sprechen? Ja, sicher. Was gibt es denn, junger wir Mann? Wir sind hier in einem bedeutenden Fall. Wir folgen hier einer Schleimspur und wir haben uns gerade gefragt, warum die Freitagsgasse nicht mehr das Freitagsgefühl hat. Ist Ihnen denn irgendwas aufgefallen? Können Sie uns irgendwas dazu sagen, was hier passiert ist? Naja, man muss ja nicht jeden Freitag feiern. Also. Ist Ihnen das an einem anderen Tag schon mal passiert? Kann man auch hier einfach nur sitzen. In den Jahren, die ich hier wohne, ich könnte mich nicht daran erinnern. Haben Sie sonst auch Erinnerungslücken? Er nimmt so einen Löffel und rührt die ganze Zeit irgendwie in diesem Tee, den er vor sich hat. Also die ganze Zeit irgendwie so monoton. Das fällt dir halt auf. Normalerweise nicht, junger Mann. Ich meine, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber... Das ist doch verdächtig. Haben Sie diese Schleimspur schon gesehen, die hier durch die Gasse durchführt? Schleimspur? Ich gehe nochmal so hin, gehe nochmal mit dem Finger rein und zeige ihm das. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist hier irgendjemand durchgekommen, der hier sonst nicht durchkommt? Vielleicht eine Blumenhändlerin mit weißen Rosen? Oder haben Sie vielleicht ein komisches Klacken gehört? Oder ein schlurfendes Schmatzen? Genau. Entschuldigung, schlurfende Schmatzen ist super. Muss doch irgendwas aufgefallen sein. Ich würde sagen, wir können mal, wenn das für dich in Ordnung ist, mal eine Entscheidungskarte ziehen, ob diese Person stellvertretend für diese Gasse, wo ja anscheinend von beiden Seiten wirklich was passiert ist, du etwas bewusst herausfindest, was das angeht. Und ich ziehe eine Karte für dich und du darfst gerne sagen, das machen wir jetzt in diesem Let's Play so, welcher von den anderen beiden diese Karte für dich in diesem Moment interpretieren darf. Soll ich das vorher sagen oder ziehst du erst? Ja, sag mal vorher. Ja, okay. Property darf interpretieren. Property darf, alles klar. Property, also im Prinzip auf die Frage, ob ihr hier Hinweise in dieser Gasse findet. Ja, aber dir gelingt das, was du tun wolltest, aber etwas anderes, das damit nicht direkt etwas zu tun hat, geht schief. Entweder für dich oder für jemanden, der dir etwas bedeutet. Was könnte da passieren? Also während Rod dort diese Person befragt, und diese Person auch meint irgendwie ein schlürfendes Schmatzen und ein Klacken gehört zu haben und das wohl ziemlich laut, was also hier auch vorbeigezogen ist, das, was also quasi unsere Spur deckungsgleich mit unserer Spur ist, hat wohl auch irgendwie einen großen Schatten gesehen. Also wir haben es irgendwie mit etwas Großem zu tun, aber es konnte keine große, also keine wirkliche Gestalt ausmachen, sondern dafür war das einfach schon zu diffus und vorbeigezogen. Und während also diese Dame, oder der, war das eine Dame? Nein, ich glaube, ein Mann. Während der Mann also da berichtet, wie quasi dieses Wesen ganz
diffus, als wenn es alle Farben an sich gezogen hat, zusätzlich, ne, die es also mit diesem Schleim quasi so richtig mit sich reingezogen hat und daran vorbeigelaufen ist. Weil ich prompt einen offenen Kanaldeckel, den ich nicht gesehen habe, weil dort da natürlich so eine Schleimspur war und ich hatte also versucht, da irgendwie dran vorbeizukommen und der war aber leider etwas ja, unsichtbar, kann man ja schon fast sagen. Und ich rutsche also komplett durch diesen Schleim einmal irgendwie und stecke also in diesem Kanal-Dings fest. Hilfe? Das bekommt ihr mit. Oh. Zusätzlich bekommt Rod eine Information tatsächlich noch, weil es ist ja ein, es gelingt dir, also du bekommst die Bestätigung. Und du hast aber auch noch danach gefragt, ob er vorher irgendwas Ungewöhnliches bemerkt hätte. Und ihm ist jemand aufgefallen, der hier einfach völlig fehl am Platz war. Also, weil er die so, weil es hier normalerweise ja freitags ist. Ja? Freitags ist ja nach Feierabend freitags, also Freitag. Mhm. Hier ist jemand durchgelaufen, der einen weißen Kittel anhatte. Mhm. Als ob der arbeiten wollen würde. Also gut, vielleicht hat er eine Abkürzung genommen. Aber das ist halt aufgefallen in diesem Kontext, weil hier normalerweise Leute nicht so in Arbeitskleidung rumlaufen. Das ist ihm noch aufgefallen. Also es fällt ihm ein, als du danach fragst. Mhm. Das ist ein guter Hinweis. Menschen in weißen Kitteln haben immer irgendwas mit Verschwörung zu tun. Das weiß ich ganz sicher. Hilfe! Hallo? Poppity, was hast du gemacht? Nicht viel und plötzlich ging es abwärts. Ich stecke fest und ich befürchte, durch diesen ganzen Schleim verliere ich meine ganze Farbe. Komm, wir ziehen die schnell raus. Ja. Tom, hilf mir. Ah, du kannst ja gar nicht. Ich versuch's irgendwie. Boah, das ist so eklig. Ich meine, ich habe ja schon irgendwie echt Bauchnabel tief in Öl irgendwie gesteckt, ne? Aber das hier, das ist so kalt. Ich gebe dir Lecks dich auf. Okay, hier mein Taschentuch. Ich reiche mein Taschentuch. Also ich versuche, Poppity wieder rauszuziehen. Oh, danke. So. Das hilft mir bestimmt bei dem ganzen Schleim. Wie kriegen wir dich jetzt in die kleine Tüte rein? Witzig. Hm. Ich kann dir eine Socke geben und hole so eine Wollsocke raus, die komplett durchgetränkt ist mit Schleim. Ihr könnt, du kannst auch zum Fluss gehen, denn der Acheron fließt direkt durch die Innenstadt durch. Das ist diesen quasi diese schwarze Linie, die man da sieht. Das heißt, ihr könnt auch zum Fluss runtergehen und du kannst dich ein bisschen sauber machen. Das soll nicht das Problem sein. Verliere ich schon Farbe? Bisher siehst du noch ganz normal aus. Man muss also allerdings die Ölflecken auf der Backe irgendwie wegdenken. Ich reiche hier schon wieder ein Satteil. Die sind nicht so wichtig immer. Also gerade wirkst du ein bisschen unmotiviert, aber Farbe hast du noch. Naja, immerhin. Und Rod, was hast du rausgefunden? Hier ist wohl eine Person in weißem Kittel durchgelaufen, wie als wollte die arbeiten. Das ist doch ganz komisch. Sowas? Soll ich sowas vorstellen? Arbeiten? Verdächtig, würde ich sagen. In der Freitagsgasse? Hier ist doch gar kein Krankenhaus. Nee. Dem sollten wir weiter nachgehen. Wo ist die Person entlang gelaufen? Können wir da irgendwie hinterher? Die Richtung, ja. Ah. Ich glaube, ich trockne auf dem Weg. Ja, also tatsächlich ist die Richtung schon Richtung Acheron, über die ihr müsst, einmal über eine Brücke.
um Richtung Auffeld zu kommen. Also da kannst du dich dann in Ruhe sauber machen. Ihr schlendert am Bazar vorbei, falls ihr da noch nach Dingen gucken wollt. Ihr entdeckt immer wieder Hinweise, die darauf schließen lassen, dass ihr einer Spur folgt. Ihr macht es ja jetzt ganz aktiv. Und von Weitem erhebt sich auch das Gebäude irgendwann von der Universität, die es dort gibt. Als ihr an der Universität in der Nähe vorbeigeht, seht ihr einen Torbogen aus Granit. Mhm. Der ist über diesem Eingang der Universität oder dieses Universitätsgelände. Auf dem steht, nichts ist in Stein gemeißelt. Ich denke zumindest Tom könnte das wissen. Es gibt da verschiedene Fakultäten, 4 Stück, die es dort gibt. Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften, Naturwissenschaften und Religionswissenschaften. Es ist tatsächlich eine sehr große Universität dort. Also die seht ihr einfach nur von Weitem, als ihr da langlauft. Ich glaube, wir sollten uns nochmal fachlichen Beistand holen. Was haltet ihr davon, wenn wir in der Universität Nachforschung nach Schneckenschleim anstellen? Vielleicht war das... städtischen Zoo. Der ist natürlich auch um die Ecke. Wie willst du denn da fragen? Ich meine, ich weiß, dass Anwälte häufig auch irgendwie so schneckig sind, aber die haben doch bestimmt keine Ahnung, was das jetzt damit zu tun hat hier. Die Anwälte? Ja. Ja, wir wollen ja die Wissenschaftler befragen. Und Wissenschaftler tragen meist den Kittel. Ach so. Echt jetzt? Ja, alle. Ich habe noch nie einen gesehen. Doch. Aber es heißt doch auch Rechtswissenschaft. Also ist das doch auch eine Wissenschaft. Da hast du recht. Wieso tragen die dann keine weißen Kittel? Und wieso können... Also ich meine, ich bin verwirrt. Ich glaube, das müssen wir uns mal angucken gehen. Und auch mit der Religionswissenschaft. Können die uns bei Schnecken helfen? Ich wäre bei den Naturwissenschaftlern. Das klingt natürlich gut. Vielleicht können die auch was zum Klacken sagen. Ich glaube, die kennen sich mit Technik und Natur aus, oder? Und schließlich suchen wir eine Zahnradschnecke. Was beides ist. Dann lasst uns das tun. Auf zu den Naturwissenschaften. Jawohl. Ja, ihr geht über eine kleine Steinbrücke auf das Universitätsgelände, das sehr malerisch tatsächlich aussieht, mit einigen, es gibt dann diese verschiedenen Gebäude dort, es gibt Rasen dort mit Bäumen, wo man sich halt hinsetzen kann, wo man auch manchmal diese Studienkreise sieht. Hier findet ihr jetzt so ad hoc keinen Hinweis auf die Spur, also hier scheint die Zahnradschnecke, wenn wir sie mal wie Tom sagt nennen, nicht lang gekommen zu sein. Und tatsächlich seht ihr hier draußen niemanden mit einem weißen Kittel. Ihr könnt euch aber durchfragen, wo die Naturwissenschaften sind. Also das ist ja kein Problem auf diesem Gelände. Zusätzlich gibt es auch hier natürlich auch sowas wie Bibliotheken, die man unter Umständen einsehen kann. Es gibt eine berühmte Bibliothek tatsächlich in Auffeld, die Oneirothek. Nennt die sich, die hat, ist eine Bibliothek über Träume, also die haben sich zum Beispiel auf Träume spezialisiert, als Beispiel, da gibt es jede Menge Sachen darüber, wie Träume entstehen, warum sind es Träume, was hier teilweise wirklich zu einer eigenen Art von Geisteswissenschaften, vielleicht ist es auch, machen es einige über Religionswissenschaften zählt, weil diese Stadt, in der ihr lebt, ja
Traum einer Göttin ist. Das heißt also, das hat hier natürlich auch großen Wert. Ja, die Naturwissenschaften findet ihr dann auch. Das ist kein Problem, es ist in einem Gebäude. Und es laufen auch teilweise wirklich diese Professoren mit Pfeife im Mundwinkel und wirrem Haar durch die Gegend. Die muss es geben. Die gibt es überall, selbst wenn sie sich das morgens so zurecht machen, damit es auch so aussieht. Aber sie werden auf jeden Fall dort sein. Und dort könnt ihr vermutlich irgendjemanden finden, den ihr befragen könnt. Möchtet ihr das denn zu einem gewissen Thema? Also geht ihr jetzt mit dem Thema Zahnradschnecke dahin? Oder ich würde, glaube ich, erstmal gucken, ob jemand einen weißen Kittel anhat. Das wäre erstmal mein erstes Kriterium, ob jemand findet, der was anhat. Im ersten Moment nicht. Du siehst manchmal, wenn du im Gebäude bist, durchaus manchmal welche rauskommen, wenn die aus Laboren kommen. Ne? Also, dass die dann eben Kittel tragen, die ziehen sie dann aber aus, wenn sie da rauskommen, die Studierenden. Also, es läuft eigentlich draußen nicht unbedingt jemand, außer er hat es jetzt gerade eilig von einem Labor zum anderen oder so, läuft jetzt eigentlich niemand im weißen Kittel durch die Gegend, so was du jetzt spontan einschätzen würdest. Also ich schleiche mich auffällig, unauffällig durch die Gänge auf der Suche nach irgendeinem Kleiderständer, wo vielleicht so ein abgelegter weißer, weißer Kittel hängt, ja. Mhm. Ernte vielleicht schon den einen oder anderen etwas verwunderten Blick, ja. Ja, vor allem, weil ich ständig an dir hinten rumzuppel und als wenn ich was sagen will und wechsel immer zwischen dir, Rod, und Tom. Lass das, Tom, was ist denn los? Property. Sag mal, habt ihr eigentlich euren Bibliotheksausweis mit? Biblio was? Ich war noch nie hier. Bibliotheksausweis? Ich habe hier diese Stirnbandbrille gerade gefunden, steht 5 Meter von euch entfernt. Ui! Ich glaube, die kann alles vergrößern und vielleicht sieht man da auch ein bisschen klarer mit. Und ich sitze mit den verschiedenen Positionen drauf. Was suchst du? Naja, falls wir was über die Zahnradschnecke rausfinden müssen und da bei den Büchern. Und ich habe meinen Bibliotheksausweis vergessen. Ich dachte, ihr habt vielleicht einen mit. Ausweise sind was für die Bourgeoisie. Wir gehen einfach rein und lesen, was wir wollen. Ich glaub, vor allem für Geister gelten die, glaube ich, nicht, Tom. Was? Warum denn für Geister? Nein, du bist doch einer. Naja, ich kann manchmal schleichen wie einer, da hast du schon recht. Okay, verstehe. Ja. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, nachts um 3 nach dem 27. Whisky. Also ich gucke jetzt mal nach diesen Kitteln. Ich finde, der weiße Kittel ist also äußerst verdächtig. Ich würde sagen, hier Indiz Nummer 1. Ich gucke, wie gesagt, ob da welche, ob ich welche finde und sofern ich einen finde, schaue ich natürlich, ob. Also guck den so von allen Seiten an und suche nach irgendeiner Schleimspur an diesem Kittel oder durchsuche die Taschen, ob da irgendein Zahnrad drin ist oder irgendwas anderes. Durchsuche die Taschen nach einem Bibliotheksausweis. Und ich reiche dir die Stirnbandlupe zur Untersuchung. Gut, ja. 3 Personen stehen vor einer Garderobe mit Kitteln und untersuchen sie mit einer Stirnlupe. Ja, warum nicht? So auffällig, unauffällig. Also du findest da jetzt im Moment nichts, was jetzt an Schleim irgendwie oder Zahnräder da drinne. Du findest eine Menge, sowas wie Kaugummi und irgendwelche Stifte und Taschentücher oder sonst irgendwie sowas. Ihr könnt auch einen Bibliotheksausweis finden. Ich glaube, wir haben noch nicht den richtigen weißen Kittel gefunden. Unsere Recherche ist gerettet. Ja, aber die Spur ist gerade kalt, fürchte ich. Nee, das geht wieder. Die Hose trocknet. Ich meine doch nicht dich. Das ist so Detektivjargon, weißt du? So. Das muss man sagen, damit einen die Leute irgendwie ernst nehmen. Aber dafür habe ich Kaugummis mit Veilchengeschmack gefunden. Großartig. Ich stecke sie ein und stecke mir eins im Mund. Veilchen. Willst du auch eins? Ja, vielleicht hilft das der Zunge. Vielleicht ist die Zunge dann lila. Ja, gerne. Das probiere ich gerne aus.
So, und was wolltest du jetzt mit dem Bibliotheksausweis? Naja, falls wir da irgendwie andere, also da gibt es ja viel Bücher und in Büchern steht ganz viel und da gibt es vielleicht auch Informationen und das könnte auch eine Spur sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, da reinzukommen. Also wenn du weiter so viele gute Ideen hast, würde ich in Betracht ziehen, dich als Assistentin einzustellen. Was, echt? Ja. Ich hoffe, dass ich dann aber noch an meinen Basteleien forschen kann. Das ist ja ganz schön zeitaufwendig. Ja, das geht ja auch Teilzeit. Ah, das ist gut. Teilzeit. Teilzeitdetektiv. Teilzeitermittler. Ja. Finde ich gut. Ihr geht zur Bibliothek. Ihr kommt auch rein, weil es zum Reinkommen braucht man jetzt keinen Ausweis. Später vielleicht, wenn man was ausleihen will. Ich würde euch jetzt jedem die Möglichkeit geben, nach einem Thema zu suchen, wenn ihm eins einfällt. Ihr müsst natürlich nicht. Und dann tatsächlich auch gucken, ob wir die eine oder andere Karte dazu ziehen, um eine Entscheidung zu treffen, in was wir Informationen oder ob ihr Informationen findet. Wer möchte denn? Ich möchte nicht nach Büchern suchen. Ich suche die Bibliothekarin, die das Thales verwaltet, und spreche die gleich mal direkt. Aber okay. Mhm. Möchte Rod etwas tun? Ja, ich suche nach Büchern, die irgendwas mit Schnecken oder Schleim im weitesten Sinne zu tun haben könnten. Mhm. Poppity? Ich suche nach dem berühmten Buch Zahnräder im Fokus ihrer Geschichte und Gesellschaft. Mhm. Da ist alles über Zahnräder drin. Und auch jedes Klacken beschrieben, von welchem Zahnrad das sein könnte. Okay. Ihr könnt die Bücher auf jeden Fall finden. Die sind ja da, die sind zugänglich, da findet ihr auf jeden Fall was drüber. Und du möchtest ich komme da gleich nochmal zu, ob ich bei einem von euch was ziehen lasse, und du möchtest die Dame befragen. Selbstverständlich wird da jemand sein. Du kannst ja auch gerne selber bestimmen, wer das ist. Und ja, sehr gern. Dann gehe ich da zum zentralen Tresen, der so ein bisschen direkt in der Front vor den riesigen Bücherregalwänden, die sich links und rechts da in die Tiefe der Bibliothek erstrecken, sich so ein bisschen aufgebaut hat, sodass niemand mit Buch wieder verschwinden könnte, und sucht zunächst jemanden, der dahinter steht, und der entdeckt dann eine sehr kleine, sehr gemütlich wirkende Frau mit einem kompletten Strickkleid, einem lilanen an, sehr großen Ohren und vor allem einer riesigen Brille. Und sie ist auch gerade am Stricken. Und ich spreche sie mit völlig offener und ernst gemeinter Freundlichkeit an. Ah, guten Tag, meine Dame. Ich bin auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Ich suche einen Wissenschaftler, Sie wissen schon, weißer Kittel, der sich mit Zahnradschnecken interessiert. Können Sie mir da weiterhelfen? Bitte, junger Mann, Zahnradschnecken? Ja, genau. Was denn? Habe ich auch noch nie gehört. Und Kittel haben die ja alle. Ja, deshalb halt nochmal die genauere Beschreibung. Der muss sich halt mit Zahnradschnecken auskennen. Die machen so ein schlürfenschmatzendes Geräusch. Wissen Sie? Nee, ich weiß nicht. Es klingt auch nach nichts, wonach hier. Das klingt ja wieder nach so einer Fabel. Nach irgendwas, was damals. Ja, nein. Aber das ist doch ein ganzer Wissenschaftsbereich, oder nicht? Zahnradschnecken. Sie wollen mich veralbern. In keinster Weise, meine Dame. Keine Zahnradschnecken? Keine Zahnradschnecken. Okay. Haben Sie auch irgendwo einen schönen Fensterplatz? Ich muss auf meine Freunde warten.
Ja, Sie können sich da hinsetzen. Aber wie gesagt, falls Sie irgendwas über solche komischen Fabeldinger, das hört sich ja fast an wie etwas, was früher, was die Menschen früher gedacht haben, von etwas, die haben wir da hinten irgendwo. Das müsste bei den Religionswissenschaften sein. Oh, sind da auch. Warten Sie. Und sie legt das so beiseite und sie schreibt dir einen Platz auf, quasi, wo du gucken sollst, ne, in welchem Regal. Und auch ein Titel. Und der Titel nennt sich Woraus wird der Traumstoff gemacht? Eine Legende über den Maschinengott. Und gibt dir das quasi in die Hand. Ich schlage klackend meine Füße zusammen und verbeuge mich tief vor ihr. Vielen Dank, meine Dame. Sie haben mir großartig geholfen. Ja. Dann gehe ich in die Richtung. Ja. Also, Schnecken. Ja, groß, klein, normal. Du findest alles. Alles, was du über Schnecken findest. Aber kein Hinweis auf. Also, es gibt auch da drin keine Schnecke, dessen Schleim nach Öl riecht oder so. Hm. Findest du leider nichts. Cookie. Property. Ja, du findest da eine Menge interessante Dinge. Überlegst, wie du dieses Buch hier rauskriegst. Das könnte dir bei deiner Forschung helfen. Aber jetzt nicht zwingend genau eine Zahnradschnecke. Und auch kein Geräusch, was so beschrieben wird, was so annähernd daran kommt. Also du hast schon den Eindruck, das, was sie vom Klacken her beschrieben haben, dass es sich anhört wie so eine Art, wie soll ich das nennen, es ist schon so, also irgendwelche Zahnräder, die schon ineinander greifen, weil das Geräusch kennst du einfach zu gut. Mhm. Irgendetwas, was sich dreht. Mhm. Ja, also irgendetwas Drehendes, und zwar die ganze Zeit. Also irgendein Mechanismus, der sich dreht. Mhm. Das würde dich jetzt dadurch auf jeden Fall bestätigen. Das ist ja schon mal was. Mit dieser Erkenntnis gehe ich zu den anderen beiden, zu Tom und Rod. Okay, Tom geht an euch vorbei gerade, weil er irgendwie dieses Regal sucht. So würde ich das jetzt, was er ein bisschen damit verbracht. Hallo? Tom, wohin geht's? Sehr gut gelaunt, marschiere ich nur vorbei. Ich muss da vorne hin. Na gut. Ich glaube, das ist das, was wir suchen. Ja. Rod, hast du was rausgefunden? Ja, also die Spur ist schleimig, aber auch kalt, leider. Also ich kenne jetzt irgendwie 275 unterschiedliche Schneckenarten. Aber nichts so richtig, was irgendwie dem Schleim, den wir hatten, hier so ähnelt von der Beschreibung her. Und auch dieser Geruch nach Öl, das scheint im Tierreich nicht vorzukommen. Schade. Aber zumindest habe ich rausgefunden, das muss was sein, was sich dreht. Hm. Also das tun Schnecken eher nicht, gell? Wobei so das Schneckenhaus ist so ein bisschen gedreht manchmal, gell? Ja, also wenn man die Schnecke umdreht und dann so zwirbeln würde, dann würde die sich vielleicht auch drehen. Aber das klappt nicht so. Hm. Nee. Nein, das muss was Mechanisches sein. Irgendwie, da sind schon Zahnräder, die irgendwie ineinander greifen. Das Geräusch kenne ich. Und so wie ihr das beschrieben habt, wurde das auch jetzt in dem Buch beschrieben. Hm. Ja, bist du natürlich Expertin für solche Dinge, ja. Tom, was hast du rausgefunden? Ja, hier, kommt mal mit. Ich habe so einen Zettel in der Hand, dem ich akribisch folge. Und bleibe vor dem Regal stehen. Jetzt guckt euch das mal an. Ich ziehe ein großes Buch, ein schwarzes DIN A4 großes Buch mit goldenen Lettern drauf heraus. Und schaue mir das an. Das ist ein Bildband über die alten Götter und verschiedenen Gottheiten oder Untergottheiten unserer ganzen Stadt. Das ist doch faszinierend, oder? Und
Und das Buch, da hat die Strickerin gesagt, brauchen wir. Aber hier sind auch Bilder drin. Mhm. Blätter mein Buch durch. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Gott anbeten kann, der so viel mit Zahnrädern zu tun hat. Ja, sieht auch irgendwie nicht so freundlich aus. Was hier davon diesen... habe ich schon gehört, aber nichts Gutes. Ja, tatsächlich bestätigt dich die Legende. Dir fällt es auch wieder langsam ein, Rod, zu deinen, nennen wir es mal, zu deinen Theorien, die du hast. Denn das, was ihr aus diesem Buch Näheres herausfindet, ist, dass der Maschinengott einst in einer Festung unter der Erde gelebt hat. Und er wollte Pläne für eine neue Stadt zeichnen, die mit Vernunft, Effizienz eine mechanische Stadt kreieren. Wo die Menschen ein wohlgeordnetes, kontrollierbares und sinnerfülltes Leben im Sinne von Arbeit, sie haben etwas, was sie tun müssen, wie ein Zahnrädchen in einem Konstrukt. Sie haben alle eine Aufgabe. Er ist ein Visionär und allerdings wurden sie zu Staub zerschlagen, als er zu Idras Zeiten, als Idra noch da war als Göttin, in diesem Konflikt, wo sie verschwunden wurde, wurde er schwer verletzt. Und angeblich hat er all seine Schaffenskraft verloren und sich zurückgezogen. So sagt man, so sagen die Legenden, dass er sich unter die Erde zurückgezogen hat. Und angeblich wird er irgendwann erwachen und wiederkehren und seine Anhänger werden ihm diesen sogenannten Traumstoff, von dem ja auch der Titel sagt, wieder zuführen, damit er seine Kraft wieder erlangt und wieder der Visionär und das goldene und geliebte Geschöpf ist, das in Idra oder in Idras Bi durch die Gegend wandelt. Das ist das, was ihr herausfindet. Was natürlich dich in allem bestätigt, dass es eine Verschwörung unter Idras Bi gibt. Also das war dir klar. Ne? Absolut. Poppity, weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben, als er auf dem Schrottplatz war, da habe ich versucht, den Zugang zu den Katakomben zu finden. Und, stimmt. Ja, ich wusste es die ganze Zeit, dass da unter uns irgendwas im Gange ist und hier alles versucht. Aber ich glaube, du hast ein bisschen was vergessen, als dir die Eisenstange auf den Kopf gefallen ist. Das kann sein. Weil von der Legende hast du nie erzählt. Nee, hast du nie erzählt. Mm-mm. Das hätte ich mir ja gemerkt. Ich meine, da geht es um Mechanik und so und Zahnräder und so. Und so. Ja, das wusste ich auch nicht so genau. Aber dass da irgendwas Böses lauert, das wusste ich da. Da gab es schon ganz viele Hinweise drauf und haben alle darauf gedeutet, dass irgendwas unter uns passiert. Meinst du, dieses Böse, dieser Mechanikergott läuft hier gerade rum? Mit einem Kittel? Gruselige Vorstellung. Ja, vor allen Dingen, der kann ja aussehen wie jeder Kittelträger. Aber der ist ja beschädigt worden, das muss man doch sehen, oder? Und so ein Gott ist doch auch groß, oder? Ich weiß nicht, vielleicht können die sich auch klein machen. Die können ja alles. Aber vielleicht ist das ja auch ein Anhänger von ihm, der ihm den Traumstoff bringt, damit er wieder zu Kräften kommt. Wofür braucht er denn einen Anhänger? Hat er so viel Schlüssel? Nein, das sagt man so. Das sind Leute, die ihn gut finden. Ach so. Oder Schnecken, die ihn gut finden. Ah. Rod, schau doch nochmal, ob da noch mehr Bilder von diesem Traumstoff drin sind. Wie sieht der denn aus? Was ist das denn? Ja, gute Idee. Ich blätter da nochmal weiter rein, ob man da irgendwas... Also der Traumstoff, findet. Ja, ist schwierig. Das scheint eine Materie zu sein. Also die Theorie ist, dass der Traumstoff eigentlich das ist, was jeden Einwohner in Idras Bi so ein bisschen ausmacht.
Und zwar, wenn wir es jetzt mal mit diesem Wort beziffern, seine Seele. Ja, also ein Stück seiner selbst, seiner Kreativität, also alles, was du brauchst, um zu träumen. So will ich das jetzt mal nennen. Das ist so ein bisschen verklärt alles da drin. Insofern, also das hörst du da jetzt aber auch raus, dass das irgendwas sowas in der Richtung ist. Was für eine Farbe das hat und ob es das wirklich gibt, das ist ja jetzt, ihr steht ja jetzt gerade in der Religionswissenschaftsabteilung. Jetzt habe ich das Wort rausgebracht. Insofern, es sind halt alles Theorien und Legenden. Aber seid ihr wirklich sicher, dass man dem glauben kann, diesem Buch hier? Nicht, dass uns die Stricklady da auf die falsche Fährte lotsen will. Das müssen alle Seiten in Betracht ziehen. Ja, aber das muss doch hier wahr sein, weil ich meine, das ist eine Universität. Die würden doch einem nichts beibringen, was falsch ist. Ja, aber vielleicht hat jemand im Kittel sich eingeschmuggelt, das Buch hierher gebracht, um uns irgendwie in die Irre zu leiten. Dafür müsste er uns kennen. Ich kenne nicht so viele Leute. Vielleicht ein Konkurrent von mir. Hat er einen Bibliotheksausweis? Brauche ich einen Bibliotheksausweis, um Bücher einfach heimlich reinzustellen? Also nicht ausleihen, sondern einleihen sozusagen. Nee, Rod, das ist zum Glück Quatsch, was du da erzählst. Das sage ich ganz offen und freundlich raus. Das darfst du nur sagen, weil wir uns schon so lange kennen. Aber ich sage ja nicht, dass es so ist, aber es könnte so sein. Wir müssen nur alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ja, keinen Blickwinkel außer Acht lassen. Also ich habe doch hier diesen Ausweis von Alicia. Was soll das heißen? Alicia so. Ja, irgendwie sowas, ne? Oh, das ist aber schlecht zu lesen. Ich gebe mich einfach als sie aus und dann nehmen wir diese zwei Bücher mit und dann können wir ganz in Ruhe uns das mal durchgucken. Vielleicht fällt uns noch mehr auf. Und meinst du, wir müssen dann irgendwann in die Unterwelt? Ja. Das könnte passieren. Oh, aber es ist schwierig. Ich versuche das schon seit Jahren, in die Katakomben zu kommen. Und es ist sehr schwierig. Noch keinen Zugang gefunden. Du hattest vorher auch nicht diese Bücher. Das stimmt. Oh, vielleicht gibt es da einen Hinweis. Damit verlassen wir unsere Gruppe für heute zumindest. Ihr werdet die Bücher mitnehmen. Die Dame vorne wird, selbst wenn sie Fragen stellt, auf jeden Fall weiterhin dann von Tom noch bezirzt, von dem sie dann irgendwann so genug hat, dass sie euch die Sachen einfach mitgibt, ohne irgendwelche weiteren also ohne zu prüfen, ob du jetzt wirklich die bist, die draufsteht oder nicht. Das ist okay, sie gibt es dir mit. Und wir verlassen die, wenn man es so nimmt, die Kamera fährt raus, als die drei mit diesen beiden Büchern lächeln, strahlend, vielleicht auch nachdenklich aus der Universität kommen. Und wir werden am 20.11. sehen, werden sie herausfinden, was es ist. Ist es wirklich eine Zahnradschnecke? Werden sie vielleicht auf den Maschinengott stoßen? Oder ist es doch etwas ganz anderes, was hier in Itrasby, die Traurigkeit und die drückenden Stimmungen vermehrt in die Stadt bringt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Itrasby zumindest ein wenig Spaß daran, uns dabei zuzuhören. Ich hatte sehr viel Spaß an euren Aktionen. Ich fand es sehr schön, wie ihr zusammen interagiert habt. Das war sehr schön. Ansonsten würde ich euch einfach einen wunderschönen Abend in einen wunderschönen Abend noch entlassen. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig ablenken und mal sehen, was in zwei Wochen so in Itrasby wieder passiert. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, meine lieben Mitspielenden, dass ihr dabei wart. Danke dir. Auf jeden Fall.
Vielen Dank, es war ein Fest. Genau, und bis hoffentlich später.